4.30 Uhr, am Ende der kürzesten Nacht des Jahres, am 21. Juni, Sommerbeginn. 83 Polizeibeamte räumen die Stadtgärtnerei. Kein Widerstand, keine nennenswerte Gewalt. 150 Leute waren auf dem Gelände, 21 werden vorübergehend festgenommen. Das Ende der alten Stadtgärtnerei. Basel, das alte Industrie- und Arbeiterquartier St. Johann. Schlachthof und Stadtgärtnerei sind vor Jahren an den Stadtrand gezogen. Brachland ist entstanden. Der Zivilschutz übernahm die Schlachthofruinen, alternative Künstler und Menschen die Stadtgärtnerei. Beide auf Zeit, beide nur vorübergehend. Denn hier soll für 5,6 Millionen Franken ein Grünpark entstehen. Die letzte Erdbockkäferkolonie Mitteleuropas lebt noch auf diesem Gelände. Für Künstler, für Junge und Alte, für Kinder, für Quartierbewohner und für Besucher ist ein Freiraum entstanden. Alles wächst, entsteht, verändert sich ständig. Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner nennen sie sich jetzt. Und sie wollen nicht mehr weg. Chaoten werden sie von ihren Gegnern geschimpft. Die Regierung fühlt sich betrogen. Mehrheitlich bürgerliche Kreise fordern die Realisierung des geplanten Grünparks. Dieser Platz ist für mich ein Platz, wo Stimmungen sind und wo aus diesen Stimmungen Arbeiten in Skulpturen entstehen. Zum Beispiel diese da aus diesen zerfetzten Rollläden, die ich sehr schön fand. Es gab dem ganzen wie eine Art Skelett, ein Gerüst und diesen alten Bettfedern. Einfach nicht alltägliches Material, das herumliegt und sehr schön ist. Und am Schluss, nach einem gemütlichen Abend und etwas Bier, die leere Flasche dann noch die Skulptur vollendet. Wir sind eine Rockband, mein Name ist Otto und wir sind hier, weil es im Moment um Fotos zu machen. Und hier ist das einzige Gelände in der ganzen Stadt Basel, in dem alternative Rockkonzerte durchgeführt werden. Von Gruppen, die neben uns spielen können. Du kannst hier an 10 Konzerte gehen, irgendwie 8. 8-mal siehst du keine guten Bands und 2-mal siehst du jemanden, der keine anderen Konzerte kriegt, der aber gut ist. Aus einem Ort für alternative Konzerte und Kulturveranstaltungen ist auch ein Ort der Begegnung geworden. Hunderte kommen hierher an einem schönen Tag. Kulturstadt Basel, Stadtkultur. Was bedeuten diese beiden Begriffe für Professor Lucius Burkhardt hier in der alten Stadtgärtnerei? Ich meine, dass diese Begriffe
vielleicht noch altmodisch interpretiert werden. Man stellt sich so eine Pyramide vor. Oben ist die höchste Kultur, da gehen vielleicht Leute ins Museum oder ins Theater oder ins Konzert. Und dann kommt unten, kommen die Leute, die lernen das erst. Aber wenn sie mal vernünftig geworden sind, gehen sie dann auch ins Konzert. Diese Pyramide entspricht eben nicht mehr der heutigen städtischen Struktur. Es ist nicht mehr so, dass die jungen Leute halt Unsinn machen und dann mit 25 oder 30 vernünftig werden und dann auch in die Oper gehen. Sondern sie haben eigene Kulturen, die vielleicht durch das ganze Leben gehen. Heute gibt es, es ist gar kein Problem mehr von alt und jung. Heute gibt es alte Leute, die hören Volksmusik, Jazz, Pop meinetwegen und junge Leute, die üben Blockflöte und Cembalo. Die Kultur kann weder mehr altersmäßig noch durch kulturelle und sozial umschriebene Gruppen charakterisiert werden, sondern es gibt tatsächlich in einer Kulturstadt nebeneinander verschiedene Kulturen. Aber nur die Hochkultur, nur die Oper, das Theater, das Konzert bekommt natürlich die staatliche Beihilfe. Sie sind nicht Architekt, Sie sind aber doch Stadtplaner. Wie schätzen Sie denn die Qualität des konkreten Projektes Stadtpark St. Johann ein? Also hier wird etwas weggeräumt, um einen schlechten Plan zu verwirklichen. Dieser Plan ist altmodisch, konventionell, tut so ein bisschen postmodern und in sich ist in sich nun wirklich das Gewöhnlichste, was es überhaupt gibt. Da hat sich eine Architektin hingesetzt, die noch nie Landschaftsplanung gemacht hat und hat im hinteren Teil, im Angesicht dieses großen Gewässers des Rheins, hat sie ein kleines idyllisches Tälchen geplant, wo sie ein Bächlein fließen lassen wollte. Und dann flüsterten ein paar naturfreundliche Leute ein, man macht heute keine Bächlein mehr, sondern man macht Feuchtwiesen. Hat sich das schnell im Plan ausradiert, das Bächlein, hat Feuchtwiese hingeschrieben. Also wir werden hier angesichts des Rheins, dem Rhein den Rücken kehren und in einem kleinen Tälchen stehen und eine Feuchtwiese bewundern. Schlängelnd durch diese Feuchtwiese wegen der geschaffenen Unebenheit zieht sich dann noch ein Fahrradweg. Also ich weiß nicht, irgendwie, wenn ein Student mir das zeigen würde, ich würde sagen, ach, fang doch noch mal von vorn an. Die Vollversammlung. Die Stadtgärtner haben keinen Präsidenten, keine Statuten, keine Reglemente, keine festen Strukturen. Auf den 30. August sollen sie gehen. Die Regierung will mit den Arbeiten für den Grünpark beginnen. Die Idee dieses Freiraumes ist aber schon zu tief verwurzelt. Warum soll man so etwas verlassen, aufgeben? Natürlich will man bleiben. Stadtgärtner und Regierung werfen sich gegenseitig mangelnde Dialogbereitschaft vor. Die Konfrontation zeichnet sich ab. Also der Eindruck dieser jungen Leute ist schlecht. Denn diese Leute sind sehr oft schon bei uns gekommen, morgens früh zum Einkaufen, schmutzig, unansehnlich und für das Quartier nicht tragbar. Denn wir haben festgestellt, dass 90% der hier auftretenden Jugendlichen nicht aus dem Quartier sind. Und das bewegt uns ein weiteres Mal, Nein zu sagen zu einer Weiterverbleiben dieser Leute hier. Die können sich integrieren in der Kulturwerkstätte Kaserne, das ist möglich. Und dort können sie auch hingehen. Aber ich habe fast den Eindruck, die Leute, die wollen nicht unter Aufsicht sein. Also, hier habe ich eine Kiste. Da drin sind 5.368 Unterschriften. Die haben wir in 2,5 Monaten gesammelt. Wir haben hier in der Schweiz Volksinitiativen, da kann man etwas verlangen. Wir verlangen, dass dieses Gelände nicht abgerissen wird. Du, Wiener. Wiener. Der erste mit dem Rechner. Was ist das denn jetzt? Ah, if you live or if you die.
Es ist der 30. August 1987. Morgen sollen sie das Gelände verlassen haben. Sonst, so kündigt die Regierung an, werde die Stadtgärtnerei polizeilich geräumt. Ja, wir nehmen jetzt hier den Asphalt weg und pflanzen dann hier diesen Apfelbaum frei nach dem Luther-Zitat. Und wenn ich wüsste, dass die Welt morgen untergeht, so würde ich doch ein Apfelbäumchen pflanzen. Und das machen wir jetzt hier. Es ist zwar relativ heiß, aber es geht. Vielleicht ist es auch die Kruste aufbrechen der Gewohnheit. Und ich glaube, vor allem bei den Regierenden wäre es nötig, dass da eine Kruste aufgebrochen wird. Die Utopie wäre eigentlich die Einsicht, dass die Utopisten die Realisten von morgen sind. Und dass es genügend angepasste Frei-, Grün- und Kulturräume gibt und zu wenig Kulturräume, die wachsen, die sich entfalten können und wo ein Stück Hoffnung wächst. Hier hat das Baudepartement am 7. September 1987 die Hauptstromleitung zur alten Stadtgärtnerei gekappt. Seit einer Woche sind die Benutzerinnen und Benutzer illegal auf dem Gelände. Die Regierung ist im Recht, könnte jederzeit räumen. Aber politisch verhindern dies die gesammelten Unterschriften doch. Und im Übrigen stehen nationale und kantonale Wahlen an. Walter Stephan, Regisseur des Theaters Ohne Grenzen. Was bedeutet es für Sie, hier einen Probenraum gefunden zu haben? Ja, sozusagen die letzte Rettung in der Not. Dieses Stück hat in 3 Wochen Premiere. Wir haben in einer alten Fabrik gearbeitet. Die wurde vorzeitig umgebaut. Wir haben die ganze Stadt abgeklopft nach Sälen. Wir haben nichts gefunden. Das war der einzige Ort, wo wir kurzfristig und ohne große finanzielle Forderungen proben können und arbeiten können. Und unser Stück wird deswegen auch fertig. Sonst wäre es sehr schwierig gewesen, überhaupt fertig zu machen. Und gibt es da auch eine Beziehung, die etwas weiterführt zu diesem Areal, zu diesem Ort, alte Stadtgärtnerei? Ja, bestimmt. Zum anderen, ich wohne in diesem Quartier. Und ich freue mich einfach, dass es einen Ort hat, der sozusagen Feuchtgebietcharakter hat. Nicht, weil es hier feucht ist, aber weil hier Dinge wachsen, die sonst nirgends passieren können, die sonst gar nicht wachsen können. Ich sehe hier Kinder spielen, das sehe ich in der Straße da oben nicht. Und die machen Dinge, die sehe ich sonst nirgends. Und für mich ebenso. Ich gehe hier an Konzerte, die nur hier stattfinden, weil es hier spontan möglich ist. Können Sie sich vorstellen, dass am nächsten Mittwoch die Bagger hier vorfahren? Leider, ja. Weil ich einfach denke, weil hier niemand dahinter steht, der sagen kann, das habe ich gemacht. Denn wenn jemand das, was hier lebt, kreiert hätte, dann könnte er stolz sein drauf. Aber weil der nichts existiert, gibt es niemanden von der Regierung oder so, der sich dafür wirklich einsetzt. Und deswegen denke ich, müssen Sie Ihr Programm durchziehen. Und das finde ich sehr schade, dass Sie nicht sehen und fühlen, was hier lebt und nicht bescheiden genug sind, zu sehen, dass das viel besser ist, als das, was sie selber kreieren könnten.
Ein Beschluss, ein Parlamentsbeschluss aus dem Jahre 1980. Sie haben es selbst gesagt. Wir schreiben heute das Jahr 1987. 7 Jahre sind vergangen mit zum Beispiel Jugendunruhen, mit dem 1. November 86, mit einem Wandel im Kulturverständnis in breiten Bevölkerungskreisen. Was haben Sie, was hat die Regierung unternommen, die Bedürfnisse heute, aktuell, 1987, noch einmal abzuklären? Schauen Sie, nachdem ja seinerzeit dieser Beschluss nicht einfach aus der Luft gegriffen beschlossen wurde, sondern zustande kam, sondern nachdem ja seinerzeit eine Initiative die Grundlage des seinerzeitigen Beschlusses war, nämlich, dass jetzt in diesem Quartier viel Freiraum geschaffen werden muss, haben wir im Grunde genommen keine Ursache gehabt, noch einmal nachzuforschen, ob tatsächlich dieser Freiraum jetzt gewünscht wird. In verschiedenen Vorstößen des Großen Rates ist uns immer wieder gesagt worden, dass gerade das St. Johann-Quartier an Grünflächen leidet und dass man dort nun Grünflächen, Spielflächen für Kinder, für die größeren Kinder, auch Fußballplätze nun einrichten müsste, und dem wollen wir nachkommen. Eine der vielen Demonstrationen für die alte Stadtgärtnerei. Eines ist allen gemeinsam. Nicht nur fantasie- und humorvoll sind sie, die Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner, sondern zum ganz überwiegend großen Teil von beeindruckender Friedfertigkeit. Ein winterlicher Aktionstag ist angesagt. Einen Stromanschluss hat man sich wieder verschafft. Die Küche gibt zu Billigstpreisen warme Mahlzeiten ab. Die Leute beschäftigen sich. Man könnte das alles auch Sozialarbeit nennen. Nur hier kostet das den Staat keinen Franken. Der Betrieb ist selbsttragend. Die Wunderbar bringt bis 30.000 Franken Umsatz im Monat. Das Geld wird sofort wieder ins Gelände, wird in den Kulturbetrieb investiert. Die Wunderbar als finanzieller Durchlauferhitzer der Stadtgärtnerei. Bitte.
Das ist hier eine wunderbare Stimmung auf diesem Gelände. Ich fühle mich völlig heimisch und angenommen, obschon ich zur älteren Generation gehöre. Und jetzt mache ich hier einfach mit, damit aus Solidarität eigentlich. Aber ich bin ein totaler Fan der Stadtgärtnerei. Die Kulturwoche ist die größte Veranstaltung, mit der die alte Stadtgärtnerei für Sympathie und Unterstützung wirbt. Unzählige Künstlerinnen und Künstler treten unentgeltlich auf. Nur die Polizeimusik Basel hat nicht auf die Einladung reagiert. Dafür spielt aber das Sicherheitsorchester. Bis 2000 Leute pro Tag kommen aufs Gelände. Quer durch alle Altersklassen, quer durch alle Bevölkerungsschichten. Was ist denn mit dem Stellwert, den ich bin? Das sind das große Stellwert. Ich stehe mal los, ich bin zu reden. Ja. Die braucht ungefähr eine Stunde aufbauen, jetzt habe ich es gerade gehabt. Halb Jahr. Das ist gerade ein Sicherheitsorchester fertig ist. Und dann bringt sie die Stelle an. Also du bist da, du musst auch was machen. Sie bringt irgendwelche Stellwand mit irgendeiner Künstlerin. Die Volksabstimmung über die Zukunft der alten Stadtgärtnerei steht kurz bevor. Die Kulturwoche soll Stimmen bringen, aber nicht nur das. Martin, warum diese Kulturwoche? Die ursprüngliche Idee der Kulturwoche war, dass man auf diesem Gelände dieses Gelände zur Verfügung stellt, dass auf diesem Gelände sogenannte Kunst kreiert wird und dass diese Kunst was mit dem Gelände zu tun hat, was mit dieser Stadt zu tun hat, mit dieser Gesellschaft, dass es hier bleibt. Also das Beispiel, das Glashausbeispiel, das Glashaus bemalen. Ich meine, da sind jetzt auch eine Menge Kinder dabei. Aber das ist ein Beispiel dafür, was ursprünglich geplant war, also so eine Art einwöchiger Workshop, um mal zu zeigen, für was dieses Gelände steht. Auseinandersetzung Künstler und Künstlerinnen mit Leuten, die hier vorbeikommen, die Natur, die drumherum ist, die Tiere, die da sind, die Bar, die hier ist. Also ein Raum, wo eigentlich Spannung auch durch die Glashäuser, die Spannung dermaßen transparent werden, dass man sie auch leben kann. Regen doch von unten nach oben.
Sie sitzen hier gegenüber von der alten Stadtgärtnerei. Sie ja. wohnen hier im Quartier. Ja. Was ja. ist Ihr Eindruck von den Leuten, von dem Areal, wie das da drüben jetzt so aussieht? Jetzt eine schlechte. Ist es eine ganze schreckliche Schande, dass wir so etwas hier haben. Und wir wollen doch einen Park, einen schönen Park, wo die älteren Leute sich sitzen können mit Bänken, nicht? Und die Kinder spielen können. Und das alles sollte abgebrochen werden. Wenn aber diese bleiben da, dann haben wir nichts als Dreck. Was ist es an den Leuten, wenn sie sagen, es ist eine Schande? Was stört sie am meisten? Ja, sind sie schon drin gewesen? Nicht hierher. Sind sie schon drin gewesen? Die haben ja Säue, das ist ja... Schweine. Ja, Schweine, ja. Das ist ja unter aller Kanone, was da drin ist. Wissen sie? Das haben wir nie gehabt. Und wir wollen das einfach nicht. Wir wollen es nicht. Nein. Die Stadtgärtnerei hat einen Fehler gemacht. Als sie vorzogen, dann hatten sie sofort den Park müssen renovieren, wie sie uns versprochen haben. Und das haben sie nicht gemacht. Und dann sind diese Leute, die das Park, wie man sagt, ist gekommen, es wird immer schlimmer, Und wir haben gar nichts mehr von unserem schönen Rhein. Wir trauen sowieso nicht mehr hinunter. Es ist doch ein Alter. Sie kommen da hierher und stehlen, was sie können. Wir haben an den Weihnachten im Haus die Abwartsfrau einen schönen Baum gemacht. Wer hat das, den Baum geplündert? Diese? Und es ist einfach dumm, mächtig, was jetzt gerade ist. Das ist die reinste Schweinerei. Und jetzt wissen wir gar nicht, müssen wir ja oder nein stimmen? Nein, man muss nein stimmen, dass ja. dieses Pack wegkommt. ...1980 gab es bereits schon einmal eine Initiative für einen Grünpark St. Johann. Das Stadtparlament stimmte dem Begehren zu. Die Volksabstimmung wurde damals überflüssig. 8 Jahre später stimmen nun die Basler darüber ab, ob der neu entstandene Kultur- und Volkspark, die alte Stadtgärtnerei, bleiben soll. 56% sagen Nein, 44% sagen Ja. Dies bedeutet das demokratische, rechtlich hieb- und stichfeste Aus für die Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner. Kommt aber weg. Ja. Universität hat angenommen 597 gegen 553. Radio Dreieckland hat sein Studio in die alte Stadtgärtnerei verlegt und gibt laufend die neuesten Abstimmungsergebnisse bekannt. Mit 194 gegen 169. In Riechen ist folgendes Stimmenverhältnis gewesen. 2329 Ja, 3258 Nein. In Bettigen ist es 98 Ja gegen 189 Nein. Das wäre so ein paar Details zu der Abstimmung zum St. Johann Park. Im Hotel Basel feiert das erfolgreiche Komitee für den Grünpark St. Johann seinen Abstimmungserfolg. Das sind Schlussresultate vor unserem Wahlgang, vor Abstimmungsgang, wo uns speziell dort interessieren. Wir haben in 8 Lokalen Ja-Stimmen gekriegt, mit mäßigen Zahlen für Ja gegenüber den Nein. Und in 22 Lokalen haben wir mit Nein-Stimmen können gewinnen. Ganz entscheidend ist ins Gewicht gefallen die Wahl von der Abstimmung über die Wahl schriftlich. Und zwar sind dort 3000 mit Stimmen mehr für uns angefallen als für Befürworter. Das wäre das Resultat der Abstimmung. Nun mache ich den Vorschlag, dass wir in die Presse hineingehen mit einem Inserat. Und zwar das Komitee bei Grünpark St. Johann dankt den Stimmbürgern und Stimmbürgerinnen für die Unterstützung und das Vertrauen. Die Mehrheit der Bevölkerung des St. Johann-Quartiers und der Stadt Basel erwartet nun, dass dem Volksentscheid sofort Rechnung getragen wird. Dankeschön, dass Sie gekommen sind und wir stoßen an auf das glückliche Ausgang
vor unserem Wahlkampf. Gesundheit und Dankeschön, dass ihr mitgemacht habt. Die Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner feiern die Niederlage auf ihre Art. Die Volksabstimmung haben sie verloren, die Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner. Die Regierung hat ihnen klar bedeutet, dass nun das erste Teilstück des Grünparks gebaut werde, dass sie unverzüglich das Gelände zu räumen hätten. Die jungen Leute bauen aber im Rathaus ein Kompromissmodell auf, wollen weitere Gespräche, glauben nicht, dass ihr Kultur- und Volkspark einfach so weggeputzt werden könnte. Also ich denke, dass diese Kompromissbereitschaft, die wir jetzt gezeigt haben, wohl das Letzte ist, was von unserer Seite kommen kann. Zu mehr sind wir nicht mehr fähig und auch nicht mehr bereit. Zu hoffen ist, dass die Regierung auf dieses Angebot eingeht, endlich eingeht und uns nicht immer wieder auf die Seite schiebt, wie sie das eigentlich schon seit ich denken kann, macht. Am Tag darauf, am 31. Mai 1988, beschließen die fünf bürgerlichen Regierungsräte gegen ihre beiden sozialdemokratischen Kollegen, auf der harten Linie zu bleiben. Die Stadtgärtnerei ist bis zum 6. Juni zu räumen, andernfalls wird die Polizei dies tun. Eine riesige Sympathiewelle für die alte Stadtgärtnerei hat Basel erfasst. Vom Heimatschutz über die Frauen für den Frieden, von Schülern, Studenten über Theologen, Mediziner, Erzieher, Künstler und prominente Bürger wenden sich zahlreiche Organisationen und Personen an die Regierung. Sie solle nach Möglichkeiten suchen, die letzte Konfrontation mit all ihren Folgen zu vermeiden. Von verschiedenen Seiten kommen Vermittlungsvorschläge. Die Regierung bietet den Stadtgärtnern eine Alternative an. Eine nasse, kleine Wiese außerhalb der Stadtmauern beim St. Alban-Tal. Die Vollversammlung der Benutzerinnen und Benutzer lehnt diesen Tauschhandel ab. Was auch beschlossen wird, ist klar und eindeutig. Die Besetzung soll gewaltfrei sein. Man will sich widerstandslos aus der Stadtgärtnerei raustragen lassen.
Ja, kann schon. Was viel ist, ist ja nicht. Lauf da, mach jetzt. Gute Chance, leider. Da! Eins, Legen wir da nicht mehr. Am Montag, dem 13. Juni 1988, erteilt der Basler Regierungsrat der Polizei den formellen Auftrag, das Gelände der alten Stadtgärtnerei notfalls auch mit Gewalt zu räumen. Am 21. Juni frühmorgens um 16:30 sind sie gekommen. 83 Polizisten und haben ihren Auftrag erfüllt. Schon am selben Tag beginnen ein Dutzend Bauarbeiter, die Glashäuser, Symbol der alten Stadtgärtnerei, zu zerstören. In der Nacht auf Mittwoch kommt es in der Stadt zu schweren Krawallen. Der Schaden, der dort durch einige wenige Chaoten angerichtet wurde, lässt sich auf Franken und Rappen beziffern. Der Schaden an den Menschen, die diese alte Stadtgärtnerei gebraucht haben, nicht.